Hast du einen Schmuck schon gefunden? Ja. Boah, Alter! Laber doch nicht, ey! Ich habe jetzt allein in dieser Bahn hier 2 Münzen und 3 Knöpfe gefunden. Na gut, so flach ist es dann doch nicht. Oh, was war das? Alter, was ist das? Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Löcher ich heute insgesamt gegraben habe. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind heute mal wieder mit dem Metalldetektor unterwegs und ich habe hier schon den ersten guten Fund liegen. Aber vorher erstmal, wo suchen wir? Wir sind gerade auf einer Fläche, auf einer Wiese, wo eigentlich Pferde stehen. Früher war das mal Acker und wir werden wahrscheinlich auch noch auf einen anderen Acker gehen, denn hier im Umkreis haben früher sehr, sehr viele Häuser gestanden und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die alle geräumt. Die Leute hatten nur irgendwie eine Stunde Zeit, um ihre Sachen zu packen. Was heißt ihre Sachen? Sie durften nur ein paar Kilo mitnehmen, also das meiste musste hier gelassen werden und ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht auch was vergraben haben, weil sie die wertvollen Sachen lieber nicht mitgenommen haben, weil sie sonst vielleicht beschlagnahmt wären und ja, da gucken wir einfach mal, ob wir ein bisschen was finden. Es kann natürlich sein, dass die Leute auch einfach was verloren haben, die haben ja hier jahrelang gewohnt. Ja, ich denke, wir werden ein paar schöne Sachen heute finden, alte Münzen, sonst was. Wie gesagt, hier war früher sehr, sehr viel los und heute nicht mehr. Ich bin gespannt, was wir so finden. Also nach dem Intro geht's los, drückt Daumen, was wir was Gutes finden. Ich bin auch gar nicht alleine unterwegs. Wir sind mal wieder 3 Detektoren vereint und 3 Detektoren haben eigentlich eine ganz gute Chance, was richtig Gutes heute zu finden, oder? Ich war schon gar nicht lange drum rum. Der Detektor liegt dort, der Spaten steht dort, mit dem ich dieses Loch gegraben habe. Und der angekündigte erste gute Fund ist ein Knopf. Und es ist ein Arsen-Bronze-Knopf und ihr seht, er hat ein wunderschönes Muster. Öse es leider ab, aber das ist meistens so bei denen. Ich finde trotzdem, das ist ein schöner erster Fund. Deswegen habe ich mal lieber angefangen zu filmen und ich würde sagen, wir legen los. Die anderen beiden sind da hinten. Ich meine nicht die Pferde, sondern den da. Und sie da hinten irgendwo, ich sehe sie gerade gar nicht. Okay, na gut, ich packe das ein, kommt ins Coinpad. Da. Coinpad ist hoffentlich leer, ja. Oh Gott, es fliegt schon durch die Gegend hier. Und wir nutzen den ersten Schlitz. Und ich finde, wir machen heute das Coinpad voll. Also noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 gute Funde mindestens. Mindestens, ja. Also los geht's, wir haben ein paar Stunden Zeit. Jetzt wird mal wieder hier ein bisschen gesonnelt. Ja, nächstes Signal, unweit von diesem Knopf eben, ist nicht ganz perfekt, muss ich leider sagen. Aber das hat gar nichts zu heißen. Vielleicht ist es auch ein bisschen tiefer. Ich habe ja schon ein bisschen gesucht und hier sind sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr tief. Deswegen, naja, wobei, so tief ist es jetzt doch gar nicht. Es ist nur ein bisschen Müll. Ja, Müll wird natürlich auch viel dabei sein, ein bisschen Aluschrott. Den nehmen wir natürlich wie immer auch mit. Und dann haben wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Glück wegen Karma und so. Ihr wisst Bescheid. Das ist ein relativ großes Signal. Stehen die Chancen auf Müll natürlich jetzt besonders hoch. Aber man weiß es halt nie. Naja. Hä? Naja, okay, was ist das? Steht zumindest was drauf. Eine Sicherung, 2 Volt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls wir einen Elektriker hier haben, der wird das erkennen. So, wir sind jetzt auf dem Acker, wie versprochen. Die ganzen Häuser haben da hinten gestanden, deswegen ist das eigentlich die viel bessere Location als eben die Wiese. Drum haben wir gewechselt. Und jetzt haben wir auch schon ein großes Signal und ich habe es direkt, es ist eine Patronenhülse. Gut, wie alt die ist, weiß ich jetzt nicht. Könnte auch vom Jäger sein, wobei sieht eigentlich schon relativ alt aus. Na gut, wir gucken mal, wir gehen mal eine Bahn hier bis nach hinten. Ich habe ja auch schon mal einen Silberring und alte Münzen gefunden, deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass hier was kommt. Das Einzige, was blöd ist, dass jetzt gleich wieder der Regen doll anfängt, aber nichts zu ändern. Der Kollege hat soeben eine sehr, sehr dünne Münze gefunden, die vermutlich als Anhänger getragen wurde. Man sieht oben die Öse. Aber wir haben noch keinen blassen Schimmer, was das für eine ist. Ey, doch, ich weiß, was es ist. Echt? Ja, da ist ein römischer Kopf hinten drauf, aber es ist keine Römermünze. Ich würde sagen, es ist ein Rechenpfennig. Wobei es auch ein bisschen klein für ein Rechenpfennig. Geil, Mann. Aber die haben immer so römische Sachen hinten drauf, aber eine Römermünze wäre ja viel dicker. Ja. Deswegen könnte einfach ein Rechenpfennig sein. Aber trotzdem richtig guter Fund. Ja, Mann. Voll schön. Na, so ein Fund motiviert doch. Auf jeden Fall. Das heißt ja, dass hier auch noch nicht so wirklich gesucht wurde. Das ist immer sehr, 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 sehr gut. Was ist das denn? Oh. Nicht der beste Fund, aber irgendwie auch kein Eisen. Warum nicht? Weil das sieht doch eigentlich nach einem klassischen Eisenbauteil aus. Irgendein, weiß nicht, was zum Befestigen halt. Wobei, es sieht aus wie ein kleiner Keil hier vorne. Tja, aber nicht aus Eisen. Interessant. Kommt trotzdem in die Mülltasche und Loch zu.
Und der Regen, ja, wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen doller. Das ist nicht so gut. Aber schlechtes Wetter, gute Funde. Den Deal gehen wir gerne ein. Aha. Klingt ein bisschen tiefer, am Boden zumindest tiefer. Vielleicht wird es hoch. Ja. Hört sich gut an. Hier ist leider auch sehr, sehr viel Aluminium im Boden. Ah. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich bin wirklich mal wieder ein Vollprofi. Die letzten 15 Signale, alle irgendwie Aluminium. Dann denke ich mir so einen kleinen Schnips, ja, find's jetzt nicht, ist eh Alu. Weit gefehlt, meine Freunde. Es ist kein Alu. Was ist das? Es wird ein Uhrenschlüssel sein, oder? Ein richtig, richtig schöner, kleiner aus Bronze. Hier oben leider abgebrochen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verziert gewesen sein. Aber so ein bisschen Ornamentierungs drauf. Schön! Na ja, siehste, geht doch. Warum nicht gleich so? Warum immer Alu erst? Und warum filme ich vor allem einfach nicht? Bescheuert ist das. Ich lerne aber auch nicht draus, ne? Das ist jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal. Pass auf, ähnliche Situation. Jetzt filme ich aber, zack, Alu. Wollen wir wetten? Oh, nee. Okay. Nee. Was ist das? Sieht aus wie nichts Besonderes, leider. Ja. Von der Seite, weiß ich, sieht aus wie eine Reißzwecke, aber eine Reißzwecke vielleicht. Ein Knopf ist es auch nicht, ist viel zu dünn. Schade, hätte auch ein... Das finde ich nie wieder. hätte auch ein keltisches Regenbogenschüsselchen sein können, sag ich mal, ne? Passt ja zum Wetter. Ne, ja, ich such's wieder und steck's in die Fronttasche. Ich glaube, dafür brauche ich jetzt den Metalldetektor wieder. Ja, da ist es doch. Sehr gut. Okay, na gut, besser als Alu. Wette hätte ich verloren übrigens. Super. Ja, vielleicht war da doch mal ein Steinchen drin oder so und das ist ein Trachtenknopf mit... Ja, wir gucken uns nachher alles im sauberen Zustand an. Ich glaube, da kann man das besser beurteilen. Jetzt gerade kann ich dazu noch leider nicht so viel sagen. Wie immer eigentlich. Wo sind die beiden anderen eigentlich hin? Der Detektor von Johnny liegt da einfach rum und die sind aber beide im Wald verschwunden. Ich glaube, sie hatten nämlich da ein richtig gutes Signal gehabt und sie sind da gerade im Müllloch ausheben. Ich glaube, wir gucken einfach mal, oder? Wir gehen mal hin. Was macht ihr hier? Nein. Was habt ihr gefunden? Hier ist einfach so voll die Tarne drüber gewesen, ne? So, richtig schön bedeckt. Ja. Und dann haben wir einen Löffel jetzt schon gefunden und so und Zeug. Schlüssel, ja, es sieht aus wie ein Schlüssel, Box. Als wenn da mal eine Kiste war. War bisher nur Müll. Und dann halt hier so den Löffel. Zeig mal. Ich kann jetzt nicht sagen, wie alt. Aber der ist aber nicht mehr gut. Und so Porzellan da drin. Ja. Ja, bisher sieht es aus wie ein Müllloch. Posten. Ja, wahrscheinlich leider ein Müllloch. Das Problem ist, wenn da eine Plane ist, dann, obwohl Plastik verrottet jetzt auch nicht so schnell. Na, dann wünsche ich euch mal viel Glück, wa? Hast du was gefunden? Ich habe einen kleinen Uhrenschlüsselkopf-Dings. Aber ich habe auch noch gefunden. Das ist nett. Stimmt, kleines Hufeisen. Oh, das ist wirklich sehr klein. Ja. Ja. Macht weiter. Meinst du? Ansonsten habt ihr halt Müll entsorgt. Ist doch auch super. Ja. Ich gehe noch ein bisschen auf den Acker, wenn eine Münze kommt, dann bin ich wieder da. Ach, nee. Guckt mich schon an, der Draht. Okay. War eh nicht so ein gutes Signal. Bisschen groß mal wieder. Meine Fundtasche ist noch nicht voll, also los geht's. Ja, gut, lieber einen großen Aluklumpen als 10 kleine, würde ich sagen. Größer wird er jedenfalls über die Zeit nicht, wenn der Flug hier noch 500 Mal rüber geht. Genau nebenan noch ein Signal. Pass auf, das ist ein Stück von dem Klumpen, den wir eben gefunden haben. Nee. Was ist das? Alter, nee, oder? Oh, ich dachte kurz, aber es ist eine Bleiplombe, ist auch geil. In letzter Zeit so viel mit Römermünzen Kontakt gehabt oder was? Hier, deswegen dachte ich, aber es ist eine schöne Bleiplombe mit einem coolen Zeichen drauf, was ich noch nie gesehen habe. Hier steht sicherlich irgendwie der Name der Mühle mal wieder. Aber hier hinten dieses Kreuz, sehr interessant. Hey, gefällt mir gut. Schön. Ja, hätte ich mir wieder mal eine Wette verloren, ne? War kein Stück Aluminium. Ich sag's einfach jetzt immer. Geht schon enttäuscht ans Signal ran und dann werde ich überrascht. Lieber so rum als andersrum. Ne? Das klingt auch gut. Aber ich sage natürlich Alu.
Sieht mir nicht nach nix. Oh. Nee, ich bin blöd. Oder? Egal, ich zeige es euch einfach kurz. Dann könnt ihr auch eure Vorstellungskraft spielen lassen. Ich habe hier gerade ein Gesicht gesehen, aber ich sehe es jetzt auch schon nicht mehr. Nee, aber es ist irgendwie gutes Material. Hier ist auf jeden Fall ein S, oder? Da können wir uns drauf einigen. S. Wie sehr interessanter Fund. Oh, ich verliere immer die Sachen aus der Hand. Ich raste aus. Okay. Na gut. Ist immer schade, wenn man auf Anhieb nichts damit anfangen kann, aber ist auch immer schön, eure Kommentare zu lesen mit den Vermutungen. Deswegen ist doch trotzdem ein guter Fund. Ganz, ganz, ganz flaches Signal. Muss man wieder gar nicht graben. Das ist halt der Vorteil am Acker, ne? Alles wird umgepflügt. Nichts liegt mehr da, wo es verloren wurde. Hä? Hey. Und nochmal, muss nicht graben, wollte ich sagen, aber ich werde hier gerade gehörig verarscht. Vielleicht ist auch voll groß. Dann ist doch definitiv wieder Alu, ha? Na klar. Ah, da steht was drauf wenigstens. Z Company. Z Co. Was ist das denn? Kenn ich nicht, sagt mir nix. Schreibt rein. Gutes Signal. Ja, ein bisschen groß, aber egal. Ja, der Grün ist eine schöne große Minze jetzt hier. Was? Boah, ich dachte gerade wirklich. Nee. Ich dachte gerade wirklich, es ist eine große Münze. Das wäre es gewesen. Nee, ich weiß nicht, was das ist. Ein komisches Dings unten dran. Habe ich irgendwie schon mal gefunden, ja. Schon mal öfter sogar. Ist auf jeden Fall älter, aber was es ist. Ja. Das ist auch schön. Hey. Da ist es doch, da ist es doch. Komm schon. Komm schon her. Oh. Das zeige ich euch mal lieber direkt dicht. Ja, ich weiß es nicht so genau. Material eigentlich nicht so Bombe. Aber definitiv irgendwie was drauf. Und hier auf der Seite gar nichts. Das könnte ein alter Knopf gewesen sein. Das kann auch ein Münzknopf. Ja, obwohl eine Münze hat anderes Material. Das würde nicht so abbrechen hier an der Seite oder abgebrochen sein. Gucken wir uns dann ja auch nochmal dicht an. Dicht sage ich schon hier. Sauber. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich jetzt noch 5-mal hintereinander Müll finde, dann müssen wir woanders hin. Ich habe jetzt bestimmt 15-mal hintereinander einfach nur Aluschnitt. Oh, okay. Wir bleiben. Ah, nee, doch nicht. Ach Mann, weißt du, es liegt so in der Erde, ich sehe nur das. Ja. Und dann ist es so eine blöde Patronenhülse. Wobei, das ist der schönste Schrotpatronenboden, den ich seit langem gehabt habe. Aber auch der einzige. Zählt als Müll. Großes Plättchen, aber nichts drauf, oder was? Müll. Müll. Und das 5. Mal Müll. Was hast du? Mini-Hufei. Hä? Guck mal, ey. Oha. Das ist ja cool. Ja, Mann. Das hat sich jetzt jemand als Glücksbringer irgendwo rangenagelt, oder? Wahrscheinlich. Das ist ja dann auch zu groß für eine Kette. Ja. Oder ist vom kleinsten Pferd der Welt? Cool, ne? Ja. Also doch noch bleiben, oder was? Ja, wir gucken mal. 5-mal Müll! Na gut, dann bleiben wir noch ein bisschen hier und finden einfach noch mal was richtig Geiles, oder? Ja, aussuchen kann man sich ja leider nicht, aber mal sehen. Oh! Das ja, okay, Münze. Ja, gut, dass wir noch geblieben sind. Ja, schon, aber ich erkenne noch nichts. Oh, die sieht echt ganz gut aus. Guck mal. Ich erkenne leider noch nicht wirklich, was das für eine ist. Also sie dürfte schon, naja, 1-200 Jahre würde die schon alt sein. Boah, aber die ist ja richtig runter. Man erkennt gar nichts drauf, leider. Hm. Ich glaube, da hilft auch sauber machen nicht so viel. Oder vielleicht doch. Mal sehen. Ich freue mich trotzdem. Warte. Doch, ich erkenne vielleicht eine 4. 4 Pfennige könnten es sein. Ja, 4 Pfennig sind das. 4 Pfennig. Ja, gut. Cool.
Bleiben wir doch noch ein bisschen hier. Übrigens, wenn euch das Video bis hierhin schon mal gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Und auf dem Acker ist man relativ fix, was Löcher graben und so angeht. Man findet dafür aber auch sehr, sehr viel Müll. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Löcher ich heute insgesamt gegraben habe. Ich habe es ja wahrscheinlich schon in den Titel geschrieben, habe ich mir gerade überlegt. Aber ihr seht einfach, man findet so viel Müll. Ihr seht es ja teilweise gar nicht, weil ich es rausschneide. Aber dann ist immer eine Handvoll gute Sachen dabei. Ist natürlich trotzdem cool, aber man sieht halt nicht so richtig den ganzen Müll, den man dahinter findet. Und man muss es sich immer im Hinterkopf behalten. Ne? Also es ist jetzt nicht so easy, die ganzen schönen Sachen hier zu finden. Wobei es manchmal natürlich einfacher ist, manchmal nicht so einfach. Es kommt immer darauf an, wo man sucht. Aber insgesamt ist immer Müll dabei. Das kann jeder bestätigen. Das ist einfach, das gehört dazu. Ist halt kaputt, aber... Voll schön. Auch Arsenbronze, glaube ich. Da werden ja die Knöpfe draus gemacht, viele. Weißt du, wenn die so glänzt? Voll gut. Und wie alt ist das dann ungefähr? Oh, das ist schwer zu sagen, aber. Sag mal. Das sieht noch so neu aus. Deswegen. 150 Jahre. Meinst du? Vielleicht. Okay. Wenn es sich motiviert. Ja. Naja. Nee, ist trotzdem ein schöner Fund. Schon cool. Ja. Ganz flach. Glaube ich. Vorhin auch gedacht, dann war es nicht flach. Doch, hier. Oha! Was ist das? Das ist Schmuck, oder? Ich glaube, ich habe ein Stück Schmuck gefunden. Da ist ein Steinchen drin. Wow. Aber was soll das sein? Ich kapiere es nicht. Guck mal hier. Die Handschuhe sind der Wahnsinn übrigens. Vielleicht so vom Armband so eine Dings? Kann sein. Oder von der Kette dann doch, ne? Ja. Ist halt verbogen komplett. Aber richtig schön. Guck mal. Hier liegt doch was. Ist das nicht motivierend? Ja, das ist echt motivierend. Na dann. Das probieren vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ist es auch nur ein Granat. Ich würde... Weiß nicht. Aber ich finde es cool, dass der Stein noch drin ist, weil oft sind die einfach rausgebrochen. Und was für ein Material, was denkst du? Kupfer außenrum, würde ich sagen. Dann ist auch schon alt. Ja, Bronze wäre schon besser. Aber ist schon gut. Ich bin schon zufrieden. Ich habe Schmuck! Was hat er denn da? Was hast du? Schlepp bitte keine Handgranate an, okay? Ich will von euch wissen, was das ist. Boah, das ist ja komplett aus Metall. Ja, Mann. Junge, das wiegt 20 Kilo gefühlt. Ja, Mann, voll schwer, ne? Oh. Müssen wir mal einen Jan fragen, hä? Ja. Vielleicht von ihm. Hast du Schmuckstück gefunden? Ja. Boah, Alter! Laber doch nicht, ey. Ist cool, oder? Schön, ne? Aber was ist das? Ist das vom Anhänger? Ist das ein Anhänger, gar oder was? Nicht, ey. Das muss auch alt sein, Alter. Das sieht schon alt aus, sein. Ja. Oh ja, ebenfalls sehr gut. Ich bin jetzt wieder richtig motiviert seit den zwei sehr guten Funden, seit dem Schmuck und der Münze. Ja, naja, ein Zahnrad. Immerhin, aber das ist ein cooles Zahnrad. Das ist ein gutes Material. Stimmt von einem Uhrwerk. Schön, witzig. Gibt echt schlechtere Funde, also weitermachen, einpacken und alles rausholen, was hier noch liegt. Gut, das war nachdem 5-mal Müll nicht aufgehört haben, ey. Dem Hufeisen sei Dank mal wieder, ne? Das hat uns Glück gebracht, uns allen. Außer Anja, die muss noch ein bisschen Glück kriegen. Wir drücken die Daumen. Lass auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Um uns allen nochmal hier für den Endspurt Glück zu wünschen, oder? Nächstes Loch. Neues Loch, neues Glück. So schaut aus, ja nicht fest auch. Oha, geil. Und es handelt sich um einen kopflosen Reiter. Die sind meistens zum Spielen gewesen, einfach auch zum Hinstellen. Deswegen fehlt da schon ein bisschen der Kopf, halt wie gesagt, in der Sockel. Aber insgesamt finde ich, ist noch ziemlich gut erhalten. Man erkennt es noch sehr, sehr gut. Da habe ich schon deutlich schlimmere gefunden. Sehr schön, ich freue mich. Läuft doch. Das kommt auch hier ins Kornbett natürlich. Wo sonst hin? Oh, cool. Schönen Kettenanhänger. Den gucken wir uns erstmal an. Ja, die haben alle die Daumen gedrückt. Das hat geklappt. Boah, der ist mega schön. Uff. Boah, da ist sogar noch die Öse dran, ey. Sehr schön.
Krass, Mann. Ihr könnt nicht sagen, was das ist. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Max, für meinen schönen Handschuhen. Zeig mal. Wow. Geil, vielleicht kann Max vom Signal her mehr sagen, was das ist. Das wird Kupfer sein auch. Voll cool. Die Seite hier ist auch stark, finde ich. Ja, Mann. Sieht richtig gut aus. Ja, schön. Hat doch alles funktioniert. Ja. Sind wir jetzt wieder alle motiviert? Ja. Na dann. Ja. Neuer, frischer Motivation. Machen wir hier noch weiter. Und das mit dem Daumen drücken, danke schön nochmal. Das klappt. Das klappt anscheinend wirklich ab und zu. So. Hä? Ich dachte gerade, das ist wieder eine Spielfigur, eine Bleispielfigur. Ist es, oder? Hä? Aber was ist das für eine Form? Check ich gerade nicht. Vielleicht halte ich es falsch rum. Aber guck mal. Das ist doch irgendwas. Oh. Immer fällt mir alles runter. So, nochmal. Seht ihr es? Erkennt ihr es? Ein Bär? Eine Kuh? Oder ist es doch eine Bleischlacke? Nee, das ist irgendwas hier mit einem Halsband oder so. Oder doch so rum? Ja, manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Aber egal. Cool, freut mich trotzdem. Machen wir mal auch lieber ans Coinpad. Zum Bleipferdchen. Vielleicht freuen die sich ja an oder so. Haben alle plötzlich gleichzeitig Münzen gefunden. Und ich Alu-Schnipsel. Und kannst du erahnen, was das ist? Jetzt zeig mal deine. Ja, wir können tatsächlich dieselbe haben. Kenn ich nicht. Aber deine sieht auch alt aus, ey. Die ist doch größer, oder? Nee, die ist nicht. Oh, sorry. Nee, da steht was. Hier, da steht Republika Tschechoslowakia. Tschechischer? Ja. Und hier ein. Die 1 erkennt man noch ganz gut. Ja. Da kennt man auch entweder, ja, ich glaube 1881. 10 ist das hier, 10. Ich würde da auch nicht viel sauber machen, weil wenn du die grüne Patina wegmachst, ja, dann siehst du gar nichts mehr. Ja. Deswegen würde ich die so lassen, nur ein bisschen unter Wasser kurz. Ja, cool. Und ich? Was finde ich jetzt für eine Münze? Eine Goldmünze. Na gut. Das klingt auch sehr, sehr gut mal wieder. Ja. Ist das ein Alurand oder ein Münzenrand? Ein Münzenrand. Was ist das? Ah, eine tschechische. 10. Was hatten die? Kronen wahrscheinlich? Kronen? Tschechische Kronen. 1954. Aus Alu. Aber dafür sieht sie top aus. Naja, immerhin. Da haben die Häuser nicht mehr gestanden, glaube ich. Nee. Da wurden schon alle vertrieben und die Häuser abgerissen. Und natürlich wurde später immer noch als Acker benutzt, also wurde einfach später verloren. Aber einige Funde sind schon aus der Zeit, wo die Häuser hier noch standen. Vor allem die Bleipferdchen und sowas, würde ich sagen. Na gut. Münze ist Münze, ihr wisst Bescheid. Okay. Das Problem ist, ich kann halt nicht sagen, was für ein Leitwert ist, weil ich die Fernbedienung in der Tasche habe. Deswegen sage ich einfach nur immer, hört sich gut an. Aber ist es auch was Gutes, ist die Frage. Ja, es ist die nächste Münze. Jetzt läuft es ja richtig hier. Das ist auch... Obwohl, nee. Ist das eine österreichische, glaube ich? No, 1893, guck an. Also die ist jetzt wirklich perfekt aus der Zeit, wo hier noch alle Häuser standen. Zwei... Ist leider vergessen. Tut mir leid. Zwei irgendwas. Pfennig sind es nicht. War cool. Schöne Münze. Ach, jetzt ist er in den Ärmel gerutscht. So, da ist er wieder. einfach ein Profi. Münze, 1893. Also das war jetzt schon entspannt. Aber jetzt wird es nochmal entspannter. Hier ist nämlich ein gegrubberter Acker noch nebenan. Gleicher Eigentümer, selber Eigentümer sogar. Und hier ist es nochmal einfacher zu graben. Und alte Sachen kommen wieder hoch. Das ist schon nicht schlecht. Mal sehen, wie einfach das geht hier. So. Ja, ist ein bisschen größer. Aber es ist eine Münze, siehst du? So einfach geht das nämlich. Und es ist wieder ein tschechischer. Wieder diese 10 Kronen. Diesmal 1953. War es nicht eben auch 1953? Könnte sein. Gut. Ihr kennt sie ja. Aber
die Demonstration war glaube ich gut, dass man hier einfach Sachen findet. Ich meine, Müll wird trotzdem liegen, aber man kann halt noch schneller graben, noch besser laufen. Ganz, ganz flaches Signal wieder. Das ist doch ein flaches, das war ein Doppelton. Ah gut, so flach ist es dann doch nicht. Oh, was war das? Alter, was ist das? Oh, ein Riesenknopf. Wow, der ist ja richtig cool. Guckt euch den mal an. Ist auch ein Arsenbronzeknopf, glaube ich. Richtig schön, noch richtig schön in Scheibenform. Richtig schöner Scheibenknopf. Cool. Freut mich. Ich meine, Knöpfe sind an sich ja nichts Spektakuläres, aber wenn sie schön verziert sind und oder groß sind, dann ist es natürlich immer cool. So, Coinpad fühlt sich jetzt wirklich langsam sehr stark. Ein bisschen Platz finde ich aber noch. Also so 1, 2, 3 Münzchen gehen schon noch. Und für die Goldmünze ist eh immer Platz. Also weiter. Mhm. Schönes kleines flaches, nicht flach, ich meine schönes kleines knackiges. Ey, heute ist es wirklich schwierig mit Reden bei mir. Naja, dafür läuft es mit den Pfunden umso besser, ist auch gut. Ja, hier ist schon eine Seite drin. Ja, guck mal hier. Alter. Ah, ist wieder ein Knopf, oder? Ich dachte kurz, es wäre eine richtig alte Münze. Da ist leider die Stelle der Öse. Ansonsten, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennt, ist sie ganz schön unförmig. Seht ihr es? Ist nicht ganz rund. Das könnte auch ein Münzknopf natürlich sein, aber solange man da nichts drauf erkennt, Form sauber machen, schwierig zu sagen. Am Ende nochmal. Gucken wir uns die an. Ja, wieder ganz, ganz flaches Signal, aber diesmal nehme ich mal einfach den Spaten. Ah, guck, Bleiblampe. Tada, 46, ne 16. Und was haben wir da? Oh, schön. Da ist ein richtig schöner Doppelkopfadler drauf. Auf der Seite, wie gesagt, die 46, die 16. Oh Gott, ey. Konzentrier dich, Max. Und lass nicht mal alles pfeilen, Mann. Hast du denn ein Problem? Das sind doch schöne Funde. Ich kann gar nicht mehr damit umgehen, so viele gute Sachen zu finden hier. Ah, hier ist es schon wirklich sehr gut gerade. Hier sind auch überall so ganz kleine, gute Signale. Das sind Träumchen, ist das. Träumchen. Und da ist die nächste Münze, oder? Ah, die könnte sogar ein bisschen älter sein diesmal. Ich erkenne leider nichts drauf. Aber sie ist ein bisschen dünner. Schade, dass sie nicht so gut erhalten ist. Aber egal. Sehr schön. Könnte auch eine alte tschechische sein, könnte auch eine österreichische sein. Schon wieder eine Münze. Hier sind wirklich viele Signale. Hä? Ja. Das ist ein Sockel von einer Spielfigur. Und ich glaube sogar, ich habe die Spielfigur dazu gefunden. Warte. Guck mal. Aber du musst wirklich hier rauf gehen. Hier sind echt viele Signale, ganz einfach zu graben. Und nicht eingesät. Ich habe jetzt allein in dieser Bahn hier 2 Münzen und 3 Knöpfe gefunden. Das ist eigentlich dein Fund. Ja. Kann ich filmen? Ja, natürlich. Also, sonst müssen wir jetzt. Alter, was ist das? Wow. Ich glaube, Anja hat hier den besten Fund für heute. Das ist einfach eine Bronzefigur, glaube ich. Oh wow, ein Dackel, oder? Oder ein Windhund, eher ein Windhund. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Das ist meine Kamera aus. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, wie alt es ist. Es könnte ein. Naja, es könnte eine moderne Figur sein, es kann aber auch richtig alt sein. Ich würde sagen, es ist ein richtig geiler Fund. Glückwunsch hier. Danke, du hast mir geholfen. Beim Ausgraben zumindest. So, liebe Leute, meine SD-Karte ist leider voll. Es ist immer irgendwas. SD-Karte voll, Akku leer, ihr wisst ja mittlerweile. Ich hole mir einfach eine größere SD-Karte und ein paar Akkus mehr, dann passt es schon. Aber ich denke, das war ein ganz geiler Abschluss, gerade mit dem Windhund auch. Wir waren jetzt bestimmt 4,5 Stunden unterwegs, würde ich sagen. Es war sehr erfolgreich, jetzt vor allem am Ende. Es hat Spaß gemacht insgesamt. Hat mir richtig Spaß gemacht. Wir gucken uns jetzt alle Funde nochmal gesäubert an. Und dann gucken wir mal, wie viel wir gefunden haben. Und ich zähle vor allem mal durch, wie viele Löcher es jetzt letztendlich waren. Ohne es vorher zu wissen, ich würde schon sagen, es waren 100. Aber mal gucken, ich zähle gleich durch. So, liebe Leute, das sind die ganzen Funde, die wir gemacht haben. Das sind nicht meine, da kommen wir später drum. Jetzt erstmal zum Müll. Ich habe mal durchgezählt, das sind einfach 95 verschiedene kleine Müllteile. Vor allem ganz viele Aluschnipse, so ganz kleine Sachen. Hier sowas.
Aber jedes Mal ein Loch, ja? Jedes Mal gegraben, ein Loch ausgebuddelt. 95 Stück. Und das hier sind nochmal über 20, also es sind deutlich über 100 Löcher gewesen, die wir heute gegraben haben. Über 100 Signale. Und ja, wir gucken uns den Müll nicht weiter an, sondern erstmal die guten Sachen. Und ja, da haben wir ganz, ganz viele Knöpfe gefunden. Knopf, 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 Knopf. Dann haben wir hier Sockel, das gehört eigentlich zu den Bleifiguren hier unten. Ein Schildchen Z Company, keine Ahnung. Ein paar Münzen, die zeige ich euch gleich nochmal hier. Nochmal Knöpfe, Knöpfe, Knöpfe. Patronenhülsenboden. Der Knopf hier ist der coolste, finde ich. Auch wenn er nicht verziert ist, der ist einfach riesig. Also das, wenn der noch verziert gewesen wäre, wäre schon nicht schlecht. Naja, kann man sich ja nicht aussuchen. Dann Bleiplomben, Uhrenschlüssel, habe ich hier noch am Ende noch einen gefunden, ja. Münzen, 4 Pfennig, dann, keine Ahnung, erkenne ich leider nicht mehr. Das hier dürften 2 Heller gewesen sein. Jetzt ist mir wieder eingefallen, 1893, 2 Heller. Das könnte die älteste Münze für heute gewesen sein. Vielleicht war es auch die hier. Dann haben wir dieses Teil hier. Das ja, weiß ich leider nicht. Aber eine Münze ist es nicht. Das Material ist einfach nicht so gut. Aber irgendein schönes Wappen drauf. Das ist auf jeden Fall mal schön. Dann haben wir dieses Teil hier auch. Es ist eine 8 sogar drauf. Ich dachte, es wäre eine 6 vorhin. Nee, ich dachte, es wäre ein S vorhin. Naja, es ist immer noch leider unidentifizierbar. Ja, was haben wir noch? Das Schmuckteil hier. Ich habe alles nur unter fließendem Wasser, ein bisschen unter warmem Wasser abgewaschen. Aber man sieht den Stein sehr, sehr schön. Wird aber nichts Hochwertiges sein. Ist auch nur Kupfer. Aber hier oben eine Öse. Also könnte tatsächlich ein Anhänger gewesen sein. So, was haben wir noch? Irgendwie diese Bleiplamme hier noch. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Hinten erkennt man jetzt auch ein bisschen mehr. Mo, irgendwas. Naja, okay. Die hier, die hat wahrscheinlich einige getriggert, die Kuh. Ich habe sie jetzt erst erkannt, als ich sie Johnny gezeigt habe. Ja, eine Kuh als Bleifigur habe ich noch nie gefunden, aber Pferde schon öfter. Und hier ist das Pferd, kopfloser Reiter, auch ganz, ganz oft ohne Kopf. Ist tatsächlich gar nicht mal so unüblich. Ja, hier der Sockel habt ihr gesehen. Und dann gucken wir noch mal die paar Funde jetzt von den anderen an. Die haben tatsächlich noch viel mehr gemacht, die lagen da hinten. Könnt ihr gerne mal bei seinem Video vorbeigucken. Aber das hier sind wohl die schönsten. Einmal dieses kleine Hufeisen hier. Dann hier dieses auch kleine Hufeisen, nicht ganz so klein. Aber das hier könnte auch von einem Schuh sein. Ich bin mir nicht sicher, das sieht mir aber schon aus wie Hufeisen. Naja, nee, wahrscheinlich ist es von der Schuhsohle, vom Soldatenschuh oder irgendwas. War ja in dem Müllloch da am Waldesrand. Und dann dieser schöne Anhänger hier. Wie gesagt, wahrscheinlich ein Rechenpfennig. Erkennt man leider nicht ganz so gut. Ist leider auch nicht so ein gutes Material. Der Knopf hier, der ist sehr, sehr schön. Also so einen schönen Knopf habe ich echt lange nicht gesehen, muss ich sagen. Ist halt unüblich mit diesem Rand außen, aber sehr, sehr cool. Und noch natürlich der heiligen Anhänger hier mit Maria und Jesus und wem auch immer da hinten drauf. Ja, sehr, sehr schön. Also insgesamt war eine sehr gute Runde, aber alleine ich habe über 100 Löcher gegraben. Ne? Die anderen beiden sicherlich auch nochmal ungefähr so viel. Schon krass. Jedes Mal bücken, jedes Mal Kniebeuge. Sport ist getan für heute. Ach ja, fast vergessen hier, der Windhund. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Es gibt auch Firmen, die einen Windhund als Wappen haben. Könnte natürlich vorne auf dem Fahrrad drauf gewesen sein oder vielleicht sogar auf dem Auto. Ich denke aber eher Fahrrad. Aber es sieht mir irgendwie so alt aus und aus Bronze. Deswegen, ja, Material ist sehr, sehr gut. Sehr, eigentlich sehr unüblich für nur eine Fahrradfigur. Aber hier unten sehe ich auch, sind Stellen dran zum Befestigen. Also wird wahrscheinlich doch nicht so alt sein, wie ich es am Anfang gedacht habe. Bei Bronzefiguren bin ich immer hellhörig. Naja, trotzdem sehr, sehr schöner Fund. In dem Sinne nochmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Freitag natürlich pünktlich um 15 Uhr. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mal gerne ein Abo für diesen Kanal. Da ist natürlich wie immer kostenlos. Daumen nach oben habt ihr ja schon da gelassen, nehme ich an. Deswegen sehen wir uns im nächsten Video. Schönes Wochenende und guten Start in die nächste Woche. Das nächste Video wartet nicht lange. Also bis dann. Die Brüder vor lange, die suchen noch lange.